Hallo und herzlich willkommen bei 7 Days to Die. Wir durchsuchen jetzt mal die Tankstelle, an der wir uns in der letzten Folge niedergelassen haben. Da dürften sich noch eine Menge Zombies drin befinden und ich hoffe auch der ein oder andere kleine Schatz, den wir gut gebrauchen können. Obwohl ich mich ja eigentlich nicht so sehr überladen wollte, aber ihr seht schon unten links an dem Zeichen, es ist schon wieder soweit. Wir schleppen uns zu Tode. Mit der Folge, dass wir nicht mehr so agil sind und nicht mehr so schnell, nicht mehr so gut ausweichen können. Was natürlich im Kampf mit den Zombies ein entscheidender Nachteil ist. Eigentlich wollte ich ja auch alles auf dem Weg zu unserem neuen Domizil, wo immer das sein mag, auch längst liegen lassen. Aber ihr seht, ich schaffe das nicht. Ich schaffe es einfach nicht. Wenn da so eine Tanke rumsteht, dann muss ich wenigstens mal kurz gucken, ob keiner guckt. So, du möchtest mir jetzt guten Tag sagen, ja? Tag! Ich weiß gar nicht, wie viele Pfeile habe ich noch? 14. Das ist eigentlich Verschwendung bei dem dünnen Hänfling, ne? Da sollte ich mal mit der Keule drauf. Ja, da ging noch kurz der Arm hoch und das war's. So, da sehe ich doch einen Tresor, aber ich fürchte, das dauert zu lange, bis wir den aufhaben mit unserer kleinen Axt, die wir da... Oh, da kommt noch einer um die Ecke. Ja, die kleine Axt, die wir da dabei haben, die ist natürlich jetzt nicht so prädestiniert für irgendwelche Tresore. Übernachten wollte ich hier nämlich eigentlich nicht. Aber das ist ja unglaublich, was für Mengen an Zombies hier rumrennen, ne? Also in der letzten Folge war ich echt überrascht, oder in den letzten Folgen, wie viele da so mit einmal angerannt kommen. Aua, oh Mann, jetzt habe ich mich verdrückt. Oh, jetzt habe ich mich verdrückt und laufen kann ich auch schon wieder nicht, weil ich zu schwer bin. Ich sammle einfach zu viel ein. Mensch, lern doch mal draus. Hm? Ah ja. Ja, okay, ich gucke, da kommt jetzt einer um die Ecke, aber ich gucke trotzdem mal rein, wenn ich hochkomme. Ich komme aber nicht hoch, super. Ich sag ja, ich bin zu schwer. Das nimmt kein gutes Ende. Das nimmt kein gutes Ende. Ich sollte da besser nicht reingehen, sondern das Weite suchen. Und warum mache ich nie das, was ich tun sollte? So. Bist du platt? Nee, ist er nicht. Natürlich steht er nochmal auf. Das wird ihm aber auch nichts nützen. Oh, wenn ich hier mal mich bewegen könnte. Man kann sonst so schön und so easy mit dem Knüppel um die Zombies rumtanzen. Oder bin ich schon wieder irgendwie in der Hocke? Bin ich nicht. Oder war ich eben in der Hocke? Da kommen schon wieder welche an. Ist ja unglaublich. Doch, ich war in der Hocke. Aber es ist auch in der Hocke, es ist auch zu langsam. Das ist echt ein extremer Unterschied, wenn du mit leerem Rucksack rumrennst, als so. Mit Tänzeln ist da leider nicht mehr viel. Oh, sitzt auch noch so ein Heini rum. Na gut. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ich hoffe ja, dass ich, wie früher so üblich, muss man fast schon so sagen, in der Toilette eine Waffe finde. Und zwar eine Pistole. Da waren ganz oft Pistolen drin. Und was sind das für Geräusche? Wo kommen die her? Und da hätte ich jetzt gerne... Ach, schade. Eine Pistole irgendwie gehabt, weil wir so schön viel Munition dazu haben.
Jetzt haben wir noch mehr Munition. Naja, gut. Schade, schade. Oh, da geht's aufs Dach. Gut zu wissen, das kommt später. Aber da draußen rülpst schon irgendwer wieder rum hier. Kaffee. Hm. Brauche ich jetzt, glaube ich, bei der Wärme nicht so den Kaffee. Wasser ist immer gut. Und das wollen wir noch mal fix aufmachen. Mal gucken, was drin ist. Ah, da kommt was knistern. Da kommt, ich höre was knistern. Der kommt doch jetzt angerannt. Ah ja, war klar. Es war klar. Warum drehe ich mich nicht vorher um? Ich höre den doch. Oh, shit. Ich habe nicht geguckt, wie viel Leben ich noch habe. Ja. An dieser Stelle möchte ich mich bei mir selbst bedanken, dass ich mir direkt vor der Tür der Tankstelle einen neuen Schlafsack gelegt habe, auf dem wir jetzt gemütlich aufwachen. Und ja, dann werden wir 3 Meter gehen, naja, bisschen mehr, und uns gemütlich den Rucksack wiederholen. Wenn wir schon sterben, dann bitte gechillt. Oh, sag mal, jetzt hier Stereo oder was? Das glaube ich jetzt aber nicht, dass du das überlebst. Was ist denn jetzt mit der Grafik? Ich habe doch schon wieder... Oh, ich blute und ich habe so einen gelben Kopf da schon wieder links. Ich würde gerne nachgucken, was das bedeutet. Er hat mich gehauen. Ich habe noch 20 Leben. Das ist jetzt suboptimal. Ich würde gerne gucken, was der gelbe Kopf bedeutet. Ich gehe da jetzt trotzdem wieder rein und hole mir erstmal meinen Rucksack. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich jetzt gemütlich gucke, was der Kopf zu bedeuten hat, bin ich tot. Wollen wir das? Nein, wollen wir nicht. Also, findet ihr nicht so ein bisschen, dass zu 5 oder zu 6 ein bisschen ungerecht ist? Das ist doch unfair. So, die beiden haben erstmal genug. Eine Schlange auch noch. Nie ist klar, haben sie ihre Haustiere mitgebracht. Nee. Ich bin nun definitiv nicht in der Hocke, aber richtig laufen tut er nicht. So, du hast auch noch einen Wunsch. Soll die erfüllt werden? Sag mal. Ja, und das kommt, weil ich nicht schnell genug bin. Deswegen erwischen die mich andauernd. Das ist wieder so typisch. Ich bewege mich, als ob nichts wäre. Als ob ich nicht zu viel geladen hätte. Ja, und natürlich kann ich mich gar nicht so bewegen. Ich tue quasi nur so und deswegen erwischen die mich andauernd. Das ist gelinde gesagt unklug. Ich mag das Knistern, das hört sich schön an. So, das wird ihm aber auch nichts nützen. Ich möchte bloß nicht in Brand gesteckt werden von ihm. Bloß nicht so nah ran. Das war daneben. Ja, wenn beide daneben hauen. So. Haben wir es denn jetzt? So, so ein kleiner Vorrat von Yucca und Aloe kann nicht schaden, wo sie hier gerade rumstehen. Weiter geht's ab ins Innere. Weit und breit hoffentlich keiner da. Ich mach mal so einen kleinen Probelauf hier am Tresor. Aber das geht zu langsam, das brauche ich gar nicht versuchen, nicht mit der Axt. Nee, die ganzen Tresore, die uns auf dem Weg begegnen, die machen wir schön später auf. So, ich glaube, hier hatten wir alles. Irgendwie so halbwegs, oder?
Dann gehen wir mal raus und gucken mal, was da so rumliegt. Oh! Workbench. Destroyed Workbench. Schade. Ja gut, hier ist auch nicht allzu viel los. Dann würde ich mir so sagen, gehe ich jetzt noch mal aufs Dach und guck mal, was da so abgeht. Da war ja immerhin in der Toilette so eine kleine Leiter. Da ist es schon. So. Aber da springt bestimmt was rum. Schöner blauer Himmel. Oh, 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 Geier und Zombies. Ups. Ach, du, meine Güte. Eher so nicht. Mein Leben ist nur noch halb gefüllt. Draußen kann ich mich so ein bisschen freier bewegen. Ich hoffe, die kommen mir jetzt hinterher. Ah, er kommt schon. Oh Mann, ich mag die ja irgendwie total, ne? Ich hatte neulich irgendwann im Kommentar stehen, ob die Geier bei mir vielleicht irgendwie zu Hause einziehen wollen, wenn ich da mal was gebaut habe. Und ich fand die Idee eigentlich total super. So einen kleinen Geier zu Hause, das ist doch irgendwie süß. Aber wie ich schon schrieb, er darf mich denn nicht mehr so garstig beißen. Also das möchte ich mir dann irgendwie verbieten. Ach, die sind unfreundlich. Oh nee. Oh. Autsch. Okay. Es ist einfach so. Es ist schön, dass ich den Schlafsack da hingelegt habe, aber ich bin zu schwer. Mit Tänzeln ist hier nichts mehr. Ich kann nicht ausweichen. Ich müsste, wenn ich schon so viel wieg jetzt, müsste ich eigentlich viel mehr Abstand halten und zusehen, dass ich genug Pfeile dabei habe. Aber das ist mir natürlich, das ist so typisch für mich. Das ist mir irgendwie ein bisschen zu, ja, weiß ich nicht. Ich bin mehr so der Knüppeltyp. Oh, da winkt er mir nochmal zu. Ja, so, nun schleichen wir uns da mal wieder rein. Es kann noch nicht alles gewesen sein. Aber erstmal versuche ich den hier auseinanderzunehmen. Da kommt bestimmt so die eine oder andere Feder raus. Ah, vergammeltes Fleisch. Und ein bisschen XP. Okay. Was? Mir ist zu heiß? Ah, oh, Schlange. So. Na, die können wir doch auch mal filetieren hier. Mir ist zu heiß. Wieso ist mir zu heiß mit einem Mal? Es ist noch nicht mal 11. Brennt hier die Sonne so? Ist das so? Ja, dann wird es auf dem Dach bestimmt auch nicht besser, obwohl frische Luft. Oh, das sind noch zwei. Na gut, aber dann gucke ich mal, was die da so bei sich haben. Oh, die haben sich da ein richtiges Lager aufgebaut. Mit Schlafsack, Lagerfeuer sehe ich. Und eine schicke Kiste haben sie dabei. Das könnte sich lohnen. Na, ihr habt euch das ja gemütlich gemacht hier. Ja. Das war einmal, Jungs. So, die machen wir mal zu und dann gucken wir. Ach, da liegt noch einer rum. Im Schatten, ihm war auch zu warm. Den habe ich gar nicht gesehen. So. Na, der röchelt aber noch lange, bevor der stirbt. Da habe ich jetzt meine Pistole. Sehr schön.
Das gefällt. Das finde ich gut. Ich habe eine Pistole und ich habe 40 Schuss. Wenn mir also der Knüppel mal kaputt geht oder so, dann kann ich wenigstens im Notfall mal schön wechseln. Bringt das hier was, was ich mache? Im Moment sieht es irgendwie nicht so aus. Ich gucke jetzt nur noch mal, ob da irgendwas Sinnvolles hinten bei rauskommt. Also hinten, ihr wisst schon. Am Ende der Schlachtfolge. Nee, kommt nicht. Okay. Ja, gut. Dann kommt die Pistole in den Gürtel und ich esse erstmal was. Ja. Ich versuche erstmal so ein kleines bisschen mein Rucksack hier, naja, aufzuräumen, kann man gar nicht sagen. Er ist einfach viel zu voll. Viel kann ich da jetzt eigentlich auch nicht machen. Ich kann mich aber natürlich auch wieder mal nicht überwinden, irgendwas tatsächlich wegzuschmeißen. Aber die Pistole muss im Gürtel. Klebeband hin, Klebeband her. Das braucht da keiner. Das ist schon mal gut. So. Ah, das gibt Heilung. Okay. Die zerlege ich mal. Ja, ob das nun was bringt. Ja, so und mir ist heiß. Dann ziehe ich mich mal aus. Dann seht ihr meine Frisur wenigstens. Das ist eine geile Frise, ne? Bringt aber auch nichts. Ihm ist immer noch zu heiß. Ja, gut, da kann ich auch nichts dran machen. Ich sollte wahrscheinlich in den See tauchen oder mehr trinken oder ich habe keine Ahnung. Ich verschrotte jetzt erstmal ein klein bisschen die Klamotten. Einfach weil. Ja, wer braucht schon Schuhe, ne? Nee, das bringt auch nichts. Das bringt auch nichts. Also, ihm ist einfach heiß. Ja, okay. So, die ist auch voll geladen. Ja, das ist richtig gut. Das ist gut. Die ist zwar so ein bisschen angeschlagen, aber für einen Notfall ist die Pistole ganz klasse. So, dann gucken wir hier noch mal rein. Ja, nett, ein Minibike-Teil, das gefällt mir. Reparaturset auch gut. Dafür muss jetzt aber was hier bleiben. Ja, stopf's doch irgendwo hin, ne? Das können wir zerlegen. Ja. Ja, gut, okay. Und dann würde ich sagen, dann war's das jetzt eigentlich auch mit dieser Folge. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn wir dann weiterziehen in die Richtung, in die es uns auch immer verschlägt. Bis dann. Ich freue mich auf euch. Tschüss.